AMK, heute ist nicht mein Tag hier im Büro. So sieht der Einkauf auf der Kasse aus. Muss man sie ein bisschen streicheln. Glitziger geht's nicht mehr, oder? Schlitzlichst willkommen, Leute. Heute sind wir offiziell 3 Weeks out von unserem ersten Wettkampf. Und ich dachte, gegen Ende werde ich das Ganze mal ein bisschen mehr dokumentieren. Heute steht auf jeden Fall eine Pull-Session an. Da Arabella studiert, ist der Zeitplan ein bisschen eng. Aber die Arabella hat die Kleine in der Früh schon in die Schule gebracht. Damit habe ich jetzt Freiraum, ins Gym zu fahren. Anschließend nehme ich euch auch noch mit zu meinem Einkauf. Jetzt gibt's mal ein Pre-Workout-Meal. So, für das Pre-Workout verwende ich das Whey Prime mit White Chocolate von Prozis. Hier verwende ich 83 Gramm, normalerweise sollten es 80 sein. Und HIP Getreidebrei, sprich Reispudding. Pfirsiche, halbe Frucht, Spalten, ist eigentlich ganz egal. Protein Puffies, die werten das Ganze mehr oder weniger auf. Und ja, fangen wir mal an. Wie ihr seht, habe ich das Ganze in einem Shaker drin, damit das Ganze gut aufgelöst wird. Weil man könnte rein theoretisch hier das Wasser reinschütten und mit einem Löffel einfach umrühren, aber so wird das nicht körperlich. Hopp, hopp, dann mal nach grün. Das Ganze schütten wir natürlich jetzt ganz easy rein. Somit haben wir das Fundament des Pre-Workout-Meals geschaffen. 2 Gramm sind schon reingeflossen, also brauchen wir 68 Gramm HIP. So, das wären 70 Gramm. Das Ganze wird natürlich etwas verrührt. So schaut das Ganze aus. Nun kommen die Früchte dran. In dem Fall sind das Pfirsiche, also die esse ich am liebsten zu White Chocolate. Wie ihr seht, ist das Ganze leicht gezuckert, deswegen entfernen wir jetzt die Flüssigkeit und waschen es anschließend. Und das wird automatisch gewaschen, wenn ich jetzt woanders hin. Das Ganze wird natürlich jetzt ein bisschen gecuttet, weil so einen großen Mund haben wir auch wieder nicht. So schaut das Ganze schon etwas matschiger aus, aber mundgerechter. Jetzt haben wir das Ganze da rein und schauen, wie viel da drin ist. Verteilen das ganz schön. Ja, einiges an Frucht. So, hier ist noch was. 286 Gramm. Dazu tauschen wir die Gabel aus mit einem Kinderlöffel, damit das Ganze auch etwas länger dauert zum Verzehren. So, jetzt kommen die Protein Puffies zum Einsatz. Die schmecken ungefähr wie diese Müller-Ecke, wenn ihr die doch kennt. Damals gibt es immer noch, aber wir sind etwas proteinhaltiger. Und die gibt mir jetzt mal rein. 10 Gramm sollten eigentlich reichen. So schaut das Ganze auch etwas besser aus. So, hoppala, sind 11 Gramm geworden. So schaut das Pre-Workout-Meal aus. So, und währenddessen ich einen Obama ins Weiße Haus lege, kommt das in den Kühlschrank, dann kommt er perfekt kühl raus. So, ein Kilo leichter begeben wir uns jetzt zu den Mikros bzw. Subs. Kreatin, Vitamin 3, Omega 3, Maca, Ashwagandha, Multivitamin, Kalzium, Zink, Magnesium in einem. Runtergekippt wird das Ganze mit 750 ml Wasser. Nastrovie. Jetzt geht's ab zum Pre-Workout-Meal. Freue mich schon drauf. Anschließend geht's jetzt mit dem Pre-Workout-Meal auf ins Gefecht zum Hakeln. Kunden beantworten. Und was die meisten Leute im Homeoffice oder wenn sie zu Hause arbeiten, verheimlichen, ist, dass sie eigentlich in der Unterhose da sitzen. Aber who cares? Wichtig ist, dass die Arbeit erledigt wird und das Meal reinkommt. Mahlzeit! Das Beste, was dir in der Diät passieren kann, ist natürlich das hier. Naja, so schauen wir aus. Es wird trotzdem gegessen. Ich habe mir das Mehl nicht vermiesen lassen. Ja, schaut immer noch so aus. Aber jetzt muss ich mich etwas reinigen. Und dann geht's gleich ab ins Gym. So, Gott sei Dank habe ich dieses Outfit ja 10-mal. Daher, hier bin ich. Los geht's. Ich werde das Workout in diesem Video so kurz wie möglich halten. Es interessiert ja keine Sau. Niemand schaut sich dieses Workout-Video an. Es ist ein Workout-Video, aber so in einem Full-Day-of-Eating interessiert das keinen. Also, los geht's. Ich bin nach Grafenwörth ins Springbrunnen gefahren und mache natürlich ein paar Liegestütz davor zum Aufwärmen. Dann mal zur Abwechslung T-Bar-Rudern als erste Übung. Natürlich mit einem schönen Loch in der Hose. Schaut ziemlich schlitzig aus. Anschließend habe ich ein unilaterales Nautilus-Latin gemacht. Dann ein paar Lat-Pull-Downs mit den Golfbällen oder so.
in der Gebetsstellung. Normalerweise mache ich das stehend, aber ich hatte irgendwie Bock. Dann kam bilaterales Latin. Leider habe ich nur den Aufwärmsatz gefilmt. Dann wurde am Kabelzug etwas gerudert. Anschließend wurde der untere Rücken noch trainiert und etwas Bauch, aber das Ganze habe ich nicht gefilmt. So, wir sind hier beim Discounter, beim Lidl. Und da gehen wir jetzt mal einkaufen. Aber vorher machen wir noch ein paar Liegeschlitz, damit wir gepumpt da reingehen können. Tja, Liegeschlitz müssen sein. So ist das Leben nun mal. So, als allererstes habe ich mir 5 Kilo Jasminreis geschnappt. Ein paar Eier, Tiefkühlbrokkoli und für das Pre-Workout-Meal ein paar Früchte, Ananas, Pini Melisse, Pfirsich, Sauerkirschen, und fürs Schlitzigolette ein paar Oliven, Champignons und Tiramisu, welche nicht für mich gedacht war. Und so sieht der Einkauf auf der Kasse aus. Anschließend ist mir nach dem Einkauf aufgefallen, dass ich etwas vergessen habe. Natürlich das Wichtigste, der Käse. Da habe ich mir nochmal ein paar Mozzarella Light geschnappt und der beste Käse vom Lidl, Milbona. Den kann ich empfehlen, weil ich habe jede Art Mozzarella von jedem Supermarkt probiert. Das ist einfach der beste. Obwohl der vom Hofer ist genauso gut, aber die heißen halt anders, aber sie schmecken gleich gut. Alles billig, 17 Euro für einen Cheese. So, jetzt haben wir alles. Schon ganz witzig. Der Lidl, Haufen Käse. Jetzt geht's ab nach Hause. So, der Balg ist auch von der Schule abgeholt worden. Sag mal hallo. Hallo. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt machen wir ein bisschen Essen. Auf was hast du Bock? Eier. Ah, ja. Eier? Ah, ja? Ja. Ein schlitziges Omelette vielleicht? Willst du ein schlitziges Omelette? Ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, du darfst da was tragen, gell? Ja. Wir helfen zusammen. Du musst auch was tragen. Ja, ein bisschen mehr, aber der Größe entsprechend. Passt das. So, um die Proteinbiosynthese nach dem Gym aufrechtzuerhalten, haben wir hier noch 30 Gramm Whey Prime. Bei Prosis mit Coach Litz maximal sparen, ihr wisst Bescheid. So, ein schlitziges Omelette für die liebe Ariana. Wow. Wow, ein schlitziges Omelette. Gut. Hast du Bock auf Ananas? Ja, ein bisschen. So, Ananas haben wir auch noch. Bitte sehr, Mahlzeit. Wie schmeckt das schlitzige Omelette? Sehr gut. Wirklich? Ja. Das freut mich. Hier natürlich etwas Sportliches zum Anschauen. Sportliches. Da muss man mal nachmachen. Der ist nicht so ohne. Der kann schon was. So, da schaut es jetzt ein bisschen aus in der Küche nach dem schlitzigen Omelette für die Kleine. Lassen wir es einfach so dastehen, bis die Mama von der Uni kommt. Und dann kann sie es wegräumen, oder? Nein, das ist keine gute Idee. Ja, sonst wird sie böse. Meinst du, wird sie böse? Ja. Oh je, dann räumen wir es lieber weg. Das ist purer Luxus. Oh ja. Oh. Na super. Hier ist einfach mal alles, was das schlitzige Omelette braucht. Mozzarella, Eiklar von Frosis natürlich, Oliven, Champignons und Volleier. Da rennt es ein bisschen aus. Oder? Fürs Pre-Workout-Meal gibt es hier einiges an Früchten. Haben wir ja schön eingekauft. So, danach werden weiterhin schlitzige Kniebeuge gemacht. Und falls wir später noch ein paar Makros offen haben, gibt es ein paar Brokkoli. Da schaut so aus, hörst, bist du arg. Aber wir sind nicht so. Es ist wieder sauber. Dauert nicht so lang. So, für zwischendurch wird hier ein kleines Meal vorbereitet, Mozzarella Light. Und ein paar Brokkoli werden da reingeballert und natürlich auch etwas gewürzt. Ein Schuss Olivenöl. Das reicht. Und die Brokkoli rein und das Ganze wird geschüttelt. Siehst du? So schaut das aus. So, jetzt gehen wir zum Taekwondo-Unterricht. Ich mache heute Sparring. Sparring, ja? Das ist cool. Na, sehr bald. Währenddessen ich warte, nehme ich meinen Laptop mit. Ja. Ich muss doch nicht zum Taekwondo, weil die Frau hat etwas früh aus. Daher kann ich jetzt mein Meal essen. Da isst auch wer sein Meal. Aber hier gibt es das schlitzige Mozzarella mit dem schlitzigen Brokkoli. Ich habe sogar extra mein Dogi-Brötchen-T-Shirt an. So wollte ich meine Tochter zum Taekwondo bringen. Mahlzeit. AMK, heute ist nicht mein Tag hier im Büro. Mittlerweile ist es jetzt schon dunkel geworden und wir sind auch bei dem letzten Meal angelangt. Und zwar das Beste vom Besten, nämlich das schlitzige Omelette. Heute sogar extra, extra schlitzig für euch. 300 ml Eiklar von Prosis mit Code Schlitz maximal sparen. Ein Anti-Haftspray, ein Vollei. Ein
bisschen Salz, ein Pfeffer. Meine Geheimzutat, damit das Ganze nach Pizza schmeckt. Pizzagewürz von Just Spices. Mal sehen, ob wir da auch eine Kooperation bekommen. Und ohne dem geht's gar nicht. Das ist eigentlich das Highlight. Knoblauch. Das ist das Wahre. 100 Gramm Champignons aus der Dose. 20 Gramm Oliven aus der Dose. Oder aus dem Glas. Und 225 Gramm Mozzarella, also richtig schlitzig. Der beste Mozzarella ist von Vilbona. Die ganzen anderen Marken könnt ihr alle schmeißen, auch die Edelmarke Sherry ist ein Kack dagegen. Mit dem Antihaftspray tun wir ein bisschen schmieren. Das war ein bisschen viel jetzt, aber wurscht. Zuerst baller ich mal die Champignons rein. Und natürlich auch die Oliven. Ja, wurscht. Jetzt wieder ein bisschen serviert. Während das andere brustelt, haben wir da ein bisschen Gewürze rein. Pizzagewürz. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich denke, das passt. So, fertig angebraten, haben wir das Ganze jetzt hier rein. Wird ein bisschen gerührt. Jetzt legen wir das Ganze ganz langsam rein. Ein bisschen runter vom Gas. Wir tun jetzt schon ein bisschen salzen. Jetzt ballern wir auch den Käse rein, weil das Ganze muss auch schmelzen. Das ist nicht gerade wenig. So, schön verteilen, ja, auf dieser Seite, damit es nicht auseinanderbricht. Jetzt kommt das Wichtigste, Knoblauch. Mal schauen, vielleicht geht es sich mit 10 Gramm oder 15 Gramm aus. Jetzt streuen wir da ein bisschen rum. Mehr, mehr, mehr. Ja, das ist schlitzig. Ach, von dem Zeug kann ich nicht genug bekommen. Es muss eine komplett andere Farbe annehmen, dann passt das. So, wie viel haben wir? 15 Gramm. Na, 5 Gramm gehen noch, oder? So. Schauen wir mal. 18, 2 Gramm noch. So. Yes! Heute wird das Ganze wahrscheinlich sehr schlitzig gleiten, weil ich sehe es jetzt schon. Das Antihaftspray von Prosis ist wirklich super. Also das braucht ihr unbedingt mit dem Code Schlitz maximal sparen. Non-Stick Cooking Oil. Jetzt drehen wir das Ganze um und los geht's. Wow, das ist schon so richtig perfekt. Also ich finde schon, dass das Omelette so richtig schlitzig und ästhetisch ist. Muss man so ein bisschen streicheln. Es heißt nicht umsonst schlitziges Omelette, meine Freunde. Man guckt euch das an, das ist ein Meisterwerk. Überall kommt der Käse raus. Der Käse ist so richtig würzig, Knoblauch, pizzaartig. Ohne Spaß. Ihr müsst das unbedingt probieren. So, mit ein bisschen Eiswürfel schmeckt das auch richtig wild. Geschmolzene Calippo Cola. Kreatinbedarf auch gleich gedeckt, ne? So, runter mit dem Meisterwerk. Ja. Oh. So, das war's eigentlich mit meinem Full Day of Eating, 3 weeks out. Ich wollte hier nur kurz ein Update geben. Ich will das Ganze hier nicht zu lange warten lassen, weil sonst ist der Käse steinhart und das wollen wir ja nicht. Daher verabschiede ich mich jetzt und ja, 2000 Kalorien, um richtig shredded zu werden mit über 350 Gramm Käse am Tag. Gehen tut's auf jeden Fall, also gebt mir gerne ein Abo, folgt mir und haut rein und bleibt schlitzig. Popo wasch nicht vergessen. Schlitziger geht's nicht mehr, oder? Dieses Wiener Restaurant eröffnet hatten, haben sie schon auf den deutschen Geschmack Rücksicht genommen.